In diesem Video möchte ich euch meinen allerersten 3D-Drucker vorstellen. Es handelt sich hierbei um einen P802 der Firma Drongsi. Zur Verfügung gestellt wurde mir der 3D-Drucker von dem Online-Händler Gearbest zusammen mit einer Spule Filament. Geliefert wird der Drucker als Bausatz, der zu einem Preis von unter 200€ angeboten wird. Bei diesem Kampfpreis sind Macken an den Bauteilen ab Werk inklusive. Wer meine selbst konstruierten Maschinen kennt, weiß, dass ich über Kratzer sehr gut hinwegsehen kann, solange die Funktion dadurch nicht beeinträchtigt wird. Außerdem entsteht hier ein Werkzeug für den Bastelkeller und keine Skulptur für das Wohnzimmer. 4 Sechskantschlüssel, eine Pinzette, ein Seitenschneider, ein Kreuz sowie ein Schlitzschraubendreher liegen im Bausatz als Werkzeuge für den Zusammenbau bei. Zusätzlich benötigt werden Schraubenschlüssel mit 14 und 5,5mm Schlüsselweite oder alternativ eine Zange bzw. ein Engländer. Sämtliche Dokumentation befindet sich auf der beiliegenden SD-Karte, die in einem USB-Kartenleser steckt. Der Text dieser Beschreibungen ist holprig, mit der sehr guten Bebilderung gelingt der Zusammenbau jedoch mit nicht allzu viel Rätselraten. Für mich ist der Zusammenbau Teil des Vergnügens, außerdem erhält man im Verlauf dieser Stunden einen tieferen Einblick in die Funktionsweise des Druckers. Die Elektronik wird über Steck- und Schraubverbinder mit den Motoren und Schaltern verbunden, es ist kein Löten erforderlich. Die korrekte Polung der Schraubverbindungen ist dringend zu beachten, da der Drucker ansonsten beim ersten Einschalten zerstört wird. Zur Erinnerung, rote Kabel führen zur positiven Versorgungsspannung, schwarze Kabel zur Masse. Das Netzteil liefert eine Ausgangsspannung von 12 Volt bei bis zu 20 Ampere. Die Isolierung an den Schraubklemmen ist nicht wirklich ausreichend, Kinder und verwirrte Kreise sind von dem Gerät weiträumig fernzuhalten. Als Zugentlastung des Netzkabels habe ich zwei der dem Bausatz beiliegenden Kabelhalter montiert, hier besteht aber definitiv Handlungsbedarf. Ein paar Kleinteile nach der Fertigstellung der Maschine übrig zu haben, entspricht der über 100-jährigen Bastlertradition. Auf meiner Projektseite sind Fotos meines Druckers in der Originalauflösung verfügbar, die euch helfen können, solltet ihr bei dem ein oder anderen Bauschritt nicht weiterkommen. Vor der ersten Inbetriebnahme muss kontrolliert werden, ob sich alle Achsen per Hand von Anschlag zu Anschlag bewegen lassen, ohne dass etwas klemmt oder die elektrischen Leitungen irgendwo schleifen. Der Punkt, an dem der Endschalter der Z-Achse auslöst, kann über eine Schraube justiert werden. Die Höhe ist so einzustellen, dass der Druckkopf, Extruder genannt, nicht auf der Grundplatte, dem Druckbett, aufsetzt, bevor der Schalter auslöst. Der Drucker verfügt über keinen Netzschalter, eine Steckdosenleiste mit Schalter ist daher hilfreich, um die Maschine schnell ausschalten zu können für den Fall, dass etwas vollkommen schief läuft. Zeit für einen ersten Funktionstest. Über 5 Taster kann das Menü bedient werden, hier gehe ich zur Positionierung der Motoren. Die Motoren können einzeln oder alle mit einem Befehl zu den Endschaltern gefahren werden. Ist alles korrekt verkabelt, fahren die Motoren zu den Startpositionen. Als nächstes habe ich die blaue Folie auf das Druckbett geklebt, welche für eine gute Haftung des Kunststoffes während des Druckvorgangs sorgt. Beim Aufbringen ist darauf zu achten, dass keinerlei Blasen oder Falten entstehen. Es folgt die Justage der Mechanik, diese macht allerdings nur Sinn, wenn der Drucker auf einer ebenen Unterlage steht, da sich der Rahmen leicht verwindet. Ich verwende eine 60×60cm Bodenfliese, die sehr eben, verwindungssteif und nicht entflammbar ist. Filamentdrucker entwickeln Hitze, um Plastik zu schmelzen, bewegen sich also immer an der Grenze zum Entflammen, sollte etwas vollkommen schief laufen. Druckaufträge dauern außerdem recht lange, weshalb niemand ständig neben der Maschine steht, ein Rauchmelder an der Decke macht daher ebenfalls Sinn.
Die Z-Achse wird über zwei Motoren angetrieben, die sich im Betrieb synchron bewegen. Sind die Motoren stromlos, so lassen sich diese auch einzeln bewegen, wodurch sich die Mechanik sichtbar verwindet. Als erstes muss daher die Höhe der beiden Befestigungspunkte der X-Achse angeglichen werden. Danach kann das Druckbett justiert werden. Zuerst werden dazu alle Achsen, vor allem aber die Z-Achse zum betreffenden Endschalter gefahren. Anschließend werden die Motoren über das Menü ausgeschaltet. Per Hand wird der Extruder zu den Eckpunkten des Druckbettes bewegt und die Höhe der Grundplatte mit den Schrauben in mehreren Durchgängen angepasst. Im ersten Durchgang sollten etwa 2 mm an Luftspalt an den vier Eckpunkten verbleiben. Schrittweise wird dieser Spalt verkleinert, bis beim letzten Durchgang nur noch ein Blatt Papier gerade so hindurchgeschoben werden kann. Von dem Filament auf der Spule werden die ersten krummen Zentimeter abgeschnitten. Als nächstes muss der Extruder mit dem Filament gefüttert werden. Zunächst wird über das Menü der Extruder vorgeheizt. Ist die Solltemperatur erreicht, wird die Klemmvorrichtung heruntergedrückt und das Filament von oben eingeführt. Bei gedrücktem Hebel das Filament so lange einschieben, bis dieses am unteren Ende austritt. Zu sehen ist hier, dass sich die linke Spindel dreht, wenn der Hebel bei stromlosem Motor gedrückt wird, was die Justierung des Druckers ruiniert, also aufpassen beim Filamentwechsel. Damit ist der Drucker bereit für Aufträge. Der Drucker unterstützt das Drucken von SD-Karte, was sehr sinnvoll ist, da Druckaufträge mitunter recht lange dauern und somit kein Computer über Stunden hinweg in Betrieb sein muss. Vor dem Druck wird der Extruder auf die in der Druckdatei angegebene Temperatur gebracht. Der Drucker verfügt über ein beheiztes Druckbett, was ein Ablösen der Teile während des Druckvorgangs verhindert. Sind die Vorgaben erreicht, so beginnt der Druck. Üblicherweise wird zuerst eine Lage Filament rund um den Druckbereich aufgetragen. Dadurch ist zu sehen, ob der geplante Auftrag korrekt auf dem Druckerbett platziert ist. Außerdem werden eventuell in dem Extruder vorhandene Luftblasen beseitigt. Die Parameter wie Druckgeschwindigkeit, Schichtstärke, Extrudertemperatur und einiges mehr sind in dem Druckauftrag gespeichert und werden in Form von G-Code übermittelt. Der Druckbereich beträgt 22 x 22 x 24 cm und die Schichtstärke kann zwischen 0,4 und 0,1 mm variiert werden. Hier verwende ich 0,2 mm pro Kunststofflage. Je kleiner die Schichtstärke, umso glatter die Oberflächen, aber umso länger die Druckdauer. Selbst mit bester Auflösung sind die einzelnen Schichten mit bloßem Auge an der Oberfläche zu erkennen. Auf meiner Webseite könnt ihr Fotos von diesem und weiteren Ausdrucken in hoher Auflösung betrachten, um ein eigenes Urteil fällen zu können. Dort findet ihr auch weitere Tipps und Tricks zum Gerät. In meinen Augen ist ein 3D-Drucker in erster Linie ein hervorragendes Werkzeug, um Konstruktionselemente von Prototypen zu erstellen, weniger um Skulpturen auszuspucken. Hier drucke ich Zahnräder. Der Vorteil von 3D-Druck ist, dass das Design eines Prototypen schnell per Software angepasst werden kann. Gerade für Antriebe ist ein optimales Untersetzungsverhältnis entscheidend. Per 3D-Druck können Zahnräder selbst mit unüblicher Zähnezahl erstellt werden. Rapid Prototyping at its best. Die Maximaltemperatur des Extruders dieser Maschine beträgt 275 Grad, womit eine Vielzahl unterschiedlicher Kunststoffe verarbeitet werden kann. Gedruckt wird hier mit PLA, was ein für Filamentdrucker recht unkritisches und somit weit verbreitetes Material ist. Die Extrudertemperatur beträgt etwa 200 Grad. Neben der Anfängertauglichkeit des PLA ist dieses gesundheitlich recht unbedenklich. Andere Kunststoffe verpesten die Umgebungsluft mitunter beträchtlich.
zwischen 20 und bis zu 170 Watt an elektrischer Leistung werden zum Betrieb des Druckers benötigt, je nachdem, ob die Heizung von Druckbett und Extruder gerade eingeschaltet ist oder nicht. Ein Blick auf die Temperatur der elektronischen Bauteile zeigt, dass diese nicht über 50 Grad warm werden, womit hier alles im grünen Bereich ist. Apropos Temperatur, der ständig mit Maximalgeschwindigkeit laufende Lüfter des Netzteiles ist das lauteste während des Betriebes. Ist der Druck abgeschlossen, so muss mit der Entnahme des Werkstückes gewartet werden, bis das Druckbett wieder abgekühlt ist. Das kleinere Zahnrad weist einen sichtbaren Spalt auf, was aber nicht dem Drucker anzulasten ist, sondern falsch gesetzten Parametern in der Software der Druckdatei. Kann passieren, das war immerhin mein allererster eigener Softwareentwurf und mein allererster 3D-Druck. Das Design der Mechanik ähnelt dem des unter der GPL-Lizenz stehenden Prusa i3, womit eine Vielzahl an Verbesserungen für die Konstruktion im Netz zu finden ist. Der Spaß am Bau des Druckers ist also keinesfalls zu Ende. Die Maschine kann dazu verwendet werden, um deren eigene Mechanik zu verbessern. Mit dem P208M erhaltet ihr einen funktionsfähigen 3D-Drucker zu einem extrem günstigen Preis. Wer die Arbeit des Zusammenbaus nicht scheut und zumindest etwas Erfahrung in Elektronik und der Montage von Bausätzen besitzt, sollte einen Kauf in Erwägung ziehen. Im März 2017 feiert Gearbest sein dreijähriges Bestehen mit besonderen Angeboten, aber auch außerhalb dieser Aktionstage ist ein Einstieg in 3D-Druck günstiger wohl kaum zu bewerkstelligen. 3D-Druck zu erlernen bedeutet Erfahrung zu sammeln, da recht viele Parameter Einfluss auf das Ergebnis haben. Wer als Anfänger beim Sammeln dieser Erfahrungen nicht gleich einen teuren Drucker ruinieren möchte, ist mit dem hier gezeigten Modell nicht schlecht beraten. Mein zweiter Versuch mit dem kleinen Zahnrad ist schon deutlich besser. Meine persönlichen Fortschritte im 3D-Druck könnt ihr auf meiner Projektseite und in weiteren Videos verfolgen. In diesem Sinne, danke fürs Angucken und bis bald!